Herzlich willkommen im Atelier von Dr. Bernhard Meyer. Alles ist möglich. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um mein Bild Christophorus. Wie man verwundert feststellen darf, das ist ganz merkwürdig vom Format her. Es sind 80 cm Breite und 2,30 m Höhe dafür. Tritt selten auf, hat aber wie immer bei meinen hohen Formaten den gleichen Grund. Es geht halt um die verschiedene Betrachterperspektive, die der Betrachter einnehmen muss. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an. Wir sehen einen formatfüllenden Mann mit einem kleinen Baby auf den Schultern, das wiederum einen ganz interessanten, amüsanten Ball dort oben trägt, der so ein bisschen nach Erdkugel aussehen könnte. Das Ganze findet statt vor einer Landschaft, die naja, so Richtung Malen nach Zahlen mäßig auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau ist. Jedenfalls erkennt man, der Mann steht in einem Fluss irgendwas oder einem Wasser, einer Wasserfläche. Man sieht da die entsprechenden Ringe des bewegten Wassers. Was ist weiterhin zu sehen? Ja, noch ein Berg, ein Wasserfall. Aber im Großen und Ganzen war es das dann schon. Kommen wir zu der Bildanalyse. Wir haben hier im Grunde genommen einfach, ja, wenn überhaupt, dann haben wir den Farbe, nicht den Farbe an sich Kontrast, ein bisschen, ja, gelb, ein bisschen rot, ja, aber eigentlich ist der Qualitätskontrast derjenige, der das Bild ausmacht. Das heißt, die Farben sind im Grunde genommen gebrochene Farben, die gegeneinander gesetzt worden sind. Ein paar reine Farben stechen dann eben entsprechend heraus, wie man die vielleicht bei der Erdkugel dann da sehen kann. Das Bild ist ja nicht unbedingt in sich geschlossen, es ist angeschnitten. Der Betrachterraum wird hier, der Bildgegenstand geht über den Rahmen des Bildes hinaus. Damit geht er in den Raum des Betrachters hinüber und hat damit eine größere Unmittelbarkeit. Haben wir hier eine kompositorische Linie. Das ist im Wesentlichen so eine Diagonale von links unten nach rechts oben. Die Stofflichkeit ist nicht besonders groß. Okay, man erkennt schon durchaus da Gegenstände drin. Aber es ist eben nicht naturalistisch. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwas anfassen könnte und es hätte dann eine bestimmte Oberflächenstruktur oder eine Kälte oder sonst was. Selbst beim Wasser ist es nicht der Fall. Man sieht ja auch wieder mal, es ist Acryl auf Rupfen gemalt worden. Das ist also eine Technik, die ohnehin keine oder mit nur sehr, sehr viel Mühen einen höheren Realitätsgrad bzw. Naturalitätsgrad, eine Stofflichkeit überhaupt ermöglicht. Aber darum ging es mir halt auch nicht. Es geht darum, dass man dann eben auch so die Spuren des Malens dabei so ein bisschen sieht, dass man hier so Verläufe drin sieht, dass man ein paar Spritzer sieht. Was aber auch der Unterschied zwischen opak aufgetragenen Farben und lasierend aufgetragenen Farben erkennbar wird. Lasierend weiß man mittlerweile, damit wirkt die Farbe in sich tiefer, weil mehrere Schichten übereinander erkennbar sind, bis dem sozusagen dann das Weiß des Untergrundes erreicht wird. Bei so opak aufgetragenen Farben ist der Blick des Betrachters sozusagen sofort festgesetzt, da ist Ende und er guckt nicht weiter rein. So eine Farbe hat dann entsprechend auch keine Tiefe. Ich hoffe, ihr kriegt langsam mit, was damit gemeint ist, mit Tiefe. Haben wir im Grunde genommen so den Bereich der Beschreibung schon, ja, Räumlichkeit, okay. Es ist hier eine Tiefe suggeriert durch die verschiedenen Ebenen. Hier ist einmal in der ersten Ebene dieser Christophorus, sagen wir mal dazu. Dieser Mann, der eben halt nur mit dem Lendenschurz bekleidet ist. Dahinter dann diese Wasserfall-Berggeschichte und dahinter dann irgendeine imaginäre Alpenlandschaft, sonst was in der Art. Das Bild gehört wieder zu meiner Reihe, das hohe Format.
Das heißt, es ist wieder mal die Idee darin, dass der Betrachter nicht den Abstand einnehmen kann bei dem Bild, den ihr jetzt da zum Beispiel habt, sondern dass er meinetwegen von hier aus da steht und nach oben gucken muss, nach unten gucken muss. Und deswegen ist in diesem Bild auch wieder mal, ich denke, so leicht schon erkennbar, ein Wechsel der Perspektive drin. Eine deutliche Untersicht hier für den oberen Bereich, eine Aufsicht hier auf den unteren Bereich. Das werde ich jetzt gleich nochmal durch diese Fahrt hier zeigen. So, kommen wir zur Interpretation. Eine der klassischen Interpretationen, die ist folgende. Die christliche Geschichte von Christophorus ist natürlich wirklich eine sehr emotionale und mitreißende, anrührende Geschichte. Und zwar geht es darum, dass Christophorus, ein kräftiger Mann, vorhat, auch nur wirklich dem mächtigsten Menschen zu dienen. Zunächst dient er einem König, bis der dann feststellt, oh, der König, der zuckt da so komisch zusammen, was hat er denn bloß? Und fragt ihn, was hast du denn? Ja, ich habe Angst vor dem Teufel. Okay, sagt Christophorus, dann bin ich nicht mehr dein Diener, dann suche ich mir jetzt den mächtigeren Menschen, dann suche ich mir den Teufel. Und dann zieht er los, findet den Teufel und dient dem Teufel. Und eines Tages geht der Teufel mit Christophorus einen Weg entlang und weicht merkwürdigerweise auf die andere Straßenseite aus. Das merkt Christophorus und fragt den Teufel, sag mal, warum bist du auf die andere Straßenseite gegangen? Und der Teufel, ja, siehst du das denn nicht? Da ist doch ein Wegeskreuz. Ja, und? Ja, das ist doch ein Zeichen für Jesus. Ja, Jesus ist doch der Herrscher der Welt. Christophorus fragt dann, sag mal, hast du etwa Angst vor Jesus? Ja, sagt der Teufel. Ist er mächtiger als du? Ja, kann man wohl sagen. Okay, sagt Christophorus, dann war es das mit der Dienerschaft. Ich suche mir jetzt Jesus, um ihm zu dienen. Ja, er zog los, fand nur Jesus nicht. Dafür aber einen Mönchsorden. Und die Mönche sagten ihm, du kannst auch anders Jesus dienen. Du musst jetzt nicht irgendwie hinter ihm herlaufen oder direkt bei ihm sein. Eine Aufgabe, die wir für dich hätten, die Jesus auch, glaube ich, gefallen würde, wäre, wenn du den Leuten hier an diesem Fluss hilfst, über den Fluss zu gelangen, weil es sind genügend Leute mittlerweile schon von der Strömung weggerissen worden und ertrunken. Okay, sagt Christophorus, das passt zu mir, kräftiger Mann, klar. Also hilft er den Leuten über den Fluss, trägt sie über den Fluss. Und eines Tages steht ein kleiner Knabe da und möchte eben auch über den Fluss gebracht werden. Und Christophorus nimmt ihn auf den Arm und trägt ihn über den Fluss hinüber, aber irgendwas ist komisch. Von Schritt zu Schritt wird der Knabe immer schwerer und schwerer und schwerer. Und Christophorus schafft es kaum, irgendwie den Knaben auf die andere Seite des Flusses zu bringen, setzt ihn ab und ist völlig erschöpft und sieht, der Knabe hat die Weltkugel bei sich. Der Knabe ist nämlich niemand anderes als Jesus Christus. So, das war die christliche Geschichte dabei. Für mich hingegen hat das Bild eine ganz andere Bedeutung. Entstanden ist das nämlich bei einer Familienfeier, wo ich meinen Sohn David auf meinen Schultern getragen habe. Und es war total schöne Geschichte zu merken, wie er sich dann eben an meinem Kopf anschmiegte und mir zeigte, wie gern er mich hat. Und ja, als Vater ist man bei sowas dann halt doch wirklich glücklich. Okay, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!